Wie kann denn Inklusion in der Bildung gelingen? Inklusion kann nur dann in der Bildung gelingen, wenn wir alle zusammenhelfen und Inklusion wirklich gemeinsam auch leben. Da braucht es natürlich die Pädagoginnen und Pädagogen, die entsprechend auch geschult sein müssen, damit sie mit den Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dass sie gut auf sie eingehen können. Das ist ganz klar und hier haben wir auch Vorsorge getroffen, mit beispielsweise mit dem neuen Studium an den pädagogischen Hochschulen. Die Pädagoginnenbildung neu stellt ganz genau darauf ab, dass alle Pädagoginnen und Pädagogen eine Basisbildung im Thema Sonderpädagogik haben und dieses Wissen sofort in die Schule quasi mitnehmen können. Es gibt aber auch Weiterbildungsmodule, einen Masterlehrgang dafür, sodass wir Pädagogen entsprechend qualifizieren können. Das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen auch die Eltern überzeugen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn die Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Und ich verstehe die Sorge, die Eltern haben, wenn es zu einem Systemwechsel kommt, wenn wir sagen, wir wollen Sonderschulen aufmachen, denn das ist mein Ansatz, Sonderschulen zu öffnen, sie mit Regelschulen zusammenzubringen und gemeinsam diese Schule gestalten. Das wäre eigentlich mein Ziel. Und diese Ressourcen auch zu nutzen, die dann da sind, aus der Infrastruktur heraus, aus den Pädagoginnen, die Sonderpädagoginnen, die ja dann da sind, diese Ressourcen gilt es ja dann entsprechend auch zu nutzen. Aber wir müssen die Eltern auch mitnehmen. Und wir haben noch viele, viele Eltern, die hier wirklich Sorge haben, ihr Kind in eine inklusive Schule zu geben. Das heißt, wir müssen allesamt daran arbeiten, dass wir diese Eltern überzeugen, dass wir diese Eltern auch mitnehmen an solche Schulen, wo das schon sehr gut gelingt, damit sie sehen, was erwartet ihr Kind dann auch. Und wenn man nach Südtirol schaut, dann sieht man, was gelingen kann. Südtirol lebt seit 40 Jahren Inklusion, da gibt es keine einzige Sonderschule. Die Herausforderung ist an den Schulen, sich auf die Kinder einzustellen. Und darum geht es natürlich. Es geht um das Kind, um die Talente, Potenziale der einzelnen Kinder. Und auf die gilt es abzustellen. Und was in Südtirol gut gelingt, ist, dass man Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit individuellen Lehrplänen, ihnen da entgegenkommt und diese Lehrpläne genau auf sie auch abstimmt. Das muss das Ziel sein, dort müssen wir hinkommen. Das ist aber ein Prozess, der fordert die ganze Gesellschaft, muss man sagen. Ja, da brauchen wir wirklich alle dazu. Wir müssen uns wirklich entscheiden, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Wo alle gemeinsam Gesellschaft gestalten oder wo wir separieren. Und was man in Südtirol auch gut sehen kann, ist, wenn diese Kinder in der Schule da sind, wenn sie an der Schule sind, wenn sie mit allen Kindern gemeinsam lernen, sind sie in der Gesellschaft und haben eine Chance, am ganz normalen Arbeitsmarkt zu realisieren und einen Platz zu finden. Und das wäre mein Ziel. Wir haben eine sehr hitzige Diskussion gehabt von Betroffenen, von Menschen, die schon arbeiten. Es gibt viel zu tun, aber was sind denn so die nächsten Ziele, Stichwort 2020, was soll bis dahin passieren? Wir haben ja Modellregionen in der Steiermark, in Kärnten und in Tirol und von diesen Modellregionen müssen wir lernen. Die laufen von 2015 bis 2020 und die begleiten wir auch wissenschaftlich, um zu lernen, was gelingt in diesen Modellregionen besonders gut. Mir ist es ein Anliegen, dass wir für alle Bundesländer 2020 ein Konzept haben, wie kann inklusive Schule gelingen und wie kann es in der Fläche gelingen. Und wir müssen Anreize schaffen, dass das Thema Inklusion wesentlich breiter noch angenommen wird. Und die Anreize sind beispielsweise jetzt bei der ganztägigen Schule zu suchen, wo wir uns wünschen, dass das natürlich Anträge sind, wo Inklusion das große Thema ist. Also man kann hier auch zusätzliche Mittel jetzt abholen aus den 750 Millionen für ganztägige Schulen zum Thema Inklusion.